PC-Welt, ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber ich bin immer noch geghostet bei euch. Ich versuche euch die ganze Zeit die Antworten zu geben auf euren Beitrag, der komplett einseitig ist, der von der Zentralbank oder von einer Studie der Zentralbank der Niederlande handelt, die natürlich gar kein Interesse haben, Bitcoin so schlecht wie nur möglich darzustellen. Tatsächlich ist das Bitcoin-Netzwerk eins der saubersten Netzwerke dieses Planeten, besteht mittlerweile zu 56% aus erneuerbaren Energiequellen und fördert diese sogar. Das Ganze ist aber super komplex. Das habe ich euch auch in meinem Beitrag gesagt und euch mehrfach darum gebeten, mich doch bitte einfach zu kontaktieren. Nein, das tut ihr nicht. Stattdessen beschwert ihr euch. Und was man jetzt gerade sieht, ich zeige es euch einmal, wenn ich bei euch jetzt einen Beitrag schreibe, ich habe es jetzt mehrfach versucht, und das Ganze so aussieht. Und ich den jetzt hier reinpaste, den Beitrag. So. Und diesen absende. Dann dauert das eine Weile. Denk mal so ein paar Mal aktualisieren. Und dann sind hier noch, also jetzt gerade ist er noch hier. Das sind jetzt die 19 Antworten. Da ist meine Antwort noch drunter. Das passt alles. Und wenn ich es jetzt noch 2-3 Mal aktualisiere, dann verschwindet die Antwort gleich. Ich habe es jetzt mehrfach versucht. Und sehr interessant ist auch, wenn ich jetzt hingehe und meine Antwort hier versuche zu editieren, bearbeiten drücke und jetzt hier irgendwas ändere, Roman V, keine Ahnung, und auf Speichern drücke, dann bekomme ich immer wieder die Meldung. So, jetzt aber. Und dann seht ihr hier, jetzt ist die Antwort verschwunden. Ja? Die Antwort ist weg. Meine Antwort ist einfach nicht mehr da. Ja? Und das ist das große Problem, worum es hier geht. Ihr habt mich geghostet. Ihr habt den einen Kommentar von mir wieder zugelassen. Mein Kanal ist geghostet. Ihr habt den Kanal ausgeblendet bei euch auf dem YouTube-Account. Und dann den einen Kommentar von mir wieder zugelassen. Ich kann auf eure Kommentare nicht reagieren. Ich kann euch nicht erklären, warum ein Proof of Stake keine Alternative für ein Proof of Work ist, obwohl ihr das als die stromsparende Alternative dort im Video anbringt und viele andere Dinge. Diese Themen sind hochkomplex. Ich habe euch jetzt so oft gesagt, bitte kontaktiert mich. Es geht hierbei wirklich um Themen, die man nicht mal eben in einem Beitrag darstellen kann. Aber ihr habt eine komplett einseitige, ja, Berichterstattung einer Zentralbank, dessen größtes Problem wahrscheinlich jetzt langfristig Bitcoin ist, dargestellt, um ja was zu tun. Was war Sinn und Zweck dieses Beitrags? Es geht genau darum, ja, dass ihr einfach ja Halbwahrheiten dort verbreitet habt, die von der Zentralbank stammen und nicht mal in das Netzwerk und die grundsätzlichen Thematiken dieses Netzwerks reinschaut. Und auch wenn irgendwo Kohlestrom für Bitcoin geschaffen wird, was mit Sicherheit auch so ist, weil 56% sind ja nun mal nicht 100%, ist es nichtsdestotrotz so, dass die meisten Netzwerke aus deutlich mehr fossilen Brennstoffen betrieben werden als Bitcoin. Bitcoin ist nach wie vor eines der saubersten Netzwerke überhaupt, mit der Tendenz, dass es sogar steigt. Und da gibt es umfangreiche Studien, nämlich nicht von Zentralbanken, sondern zum Beispiel von der Cambridge University, also eine der renommiertesten Universitäten unseres Planeten. Und da wird sich komplett gegengestellt. Und das war einfach das, was ich euch versucht habe klarzumachen. Wir haben es jetzt gerade gesehen, in diesem Video habe ich euch gezeigt, wie mein Kommentar nach 1,5 Minuten verschwindet, was einfach daran liegt, dass dieser Kommentar sofort von YouTube wieder rausgeblockt wird. Irgendwas habt ihr da mit meinem Kanal gemacht. Ich kann euch nicht sagen, was. Aber ihr könnt nicht einfach sagen, ja, keiner gibt uns hier eine Antwort darauf, was falsch ist. Und das ist die Thematik, um die es hier dabei geht. Also, keine Ahnung. Entblockt meinen Kanal, kontaktiert mich endlich. Ich bin bereit, mich 1-2 Stunden mit euch hinzusetzen, euch das ganze Thema in Ruhe zu erklären, damit sowas nicht wieder passiert. Aber es ist einfach nur eine Katastrophe, was da abgeht. Mir tut übrigens leid, dass manche Leute eure Redakteure so beleidigen. Hier auch nochmal ein Shoutout an die Community. Lasst es sein. Konstruktive Kritik, alles andere bringt uns nicht nach vorne. Bleibt bitte immer freundlich und respektvoll. So, das sind meine 2 Satoshis zu dem Thema. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute, und tschüss zusammen.